Willkommen, Freunde, zurück hier bei Spyro. Wir sind noch hier in dieser wunderschönen Wasserlandschaft. Müssen wir mal gucken, wo wir hier das nächste Level haben. Das haben wir gemacht. Das haben wir soweit gemacht. Das konnten wir noch nicht vollständig machen, weil wir da Jäger zu brauchen. Ich glaube, das hatten wir, jawohl. Jetzt haben wir zwei Level, die wir noch nicht vollständig haben. Aber das müsste man eigentlich... Das beides wird mit Jäger sein, aber wo das wirklich, ich weiß nicht. Ich werde dann, wenn wir Jäger befreit haben, mich dann nochmal genauer umgucken. Die beiden werden vermutlich dann mit dem Affen sein, den haben wir auch noch nicht. So, bezaubert, das... Wow, das hatten wir, ja? Ja. So, was haben wir hier? Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht, weil das sind noch Flaschen. Dann werden wir hier direkt mal weitermachen. Uhuhu. Und zwar geht es nach Honigwabenstrecken. Ach, scheiße. Die Honigwabenstrecke ist die Heimat der schnellsten Rennbienen der Welt und sie gehört zu den wenigen, die nur nachts geöffnet sind. Welche Herausforderung willst du spielen? Machen wir erstmal den Zeitmodus. Am einfachsten schließt du diese Zeitmodus-Herausforderung ab, indem du durch alle Waben fliegst, dann durch die Bienenstöcke, die Bienen besiegst und dich zuletzt um die Bären auf dem Boot kümmerst. Ja, schauen wir mal. Wir machen es erstmal. Eieiei. Eieiei. Ja, Spark sagt als letztes die Bären. Oh! Hä? Achso, die wird's sein. Wow. Ja. Wunderbar, nicht getroffen. Ja, weil eine haben wir, die erste haben wir nicht getroffen. Na egal, gucken wir mal. Einer noch. Na, ein Bär hat gefehlt. Ah. Wenn wir die erste Biene direkt getroffen hätten, hätte es auf Anhieb geklappt. Oh Mann. Okay. Und wenn ich nicht so dämlich den letzten Bienenstock irgendwie überhaupt nicht gecheckt habe. Hätte? Ah, ja, egal. Ihr wisst, was ich meine, oder? Naja. Nochmal. Keine Ahnung, wie durch das hier nicht. So, Treffer. Treffer. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Wuppala. Ah. Okay. Ich glaube, wenn ich hier in den Honig fliege, habe ich auch ein Problem.
deswegen. Weil das so schlau war, weil ich hier gemacht habe. Zwei Stück noch. So, einer noch. Wo bist du? Da. Yep, geschafft. Wunderbar. Muss ich erst einmal beenden. Und da ist. Yippie, wir haben ein weiteres Ei beim Zeitrennen gewonnen. Welche Herausforderung will ich spielen? Gegen die Bienen antreten. Puh, ich hoffe, ich schaffe das. Deine Gegner sind diesmal. Moment. Deine Gegner sind diesmal eine Bande riesiger Bienen. Die roten Punkte helfen dir, den Weg zu finden. Denk daran, durch jeden grünen Ring zu fliegen. Jawohl. Moment mal, bremsen mich? Oh, okay, ich glaube, die roten Sterne bremsen mich diesmal. Oh. Ja. Ich glaube, durch die roten Sterne sollte ich nicht fliegen. Das war schon mal wieder verdammt knapp. Ne, die roten lasse ich mal lieber außen vor. Ich meine, der hätte mich gebremst. Ja, hier. Au, 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 au. Drei Runden. Ich bin aktuell Vierter. Okay. Ah, Moment, das kann ich. Ah, nee, warte mal, das kann ich spucken. Hä? Wo? Ich bin vom Kurs abgekommen? Okay, das ist aber fies. Aber wo bin ich denn vom Kurs abgekommen? Da habe ich einen Ring verpasst jetzt oder was? Okay. Ah, shit, den habe ich irgendwie jetzt überhaupt nicht gesehen. Ah. Konzentration. Konzentration. Daneben geschossen. Ah, shit, verfehlt. Okay, aber wo bin ich vom Kurs? Wo habe ich mich denn verflogen? Das war irgendwo hier vorne. Okay, das bringt mal wieder nichts. Ah, ich bin da durchgeflogen und irgendwie das zählte dann wohl nicht. Okay. So, Runde 2. Bumm. Ja, hier da, das wird wohl auch nichts. Erstmal die Strecke wieder kennenlernen hier. Ach, shit. Ah. Eieiei. Ja. Ah, Mann. Wieder so eine Stelle. Naja.
Ach, ja, okay, mein Fehler. Das war. Zweiter und ich habe hier danach noch eine Runde. Das könnten wir sogar schaffen. Ich habe irgendeine Errungenschaft freigeschaltet, da kann ich ja nicht gucken. Letzte Runde hier. Solange uns jetzt die Bienen nicht mit den Raketen abschießen. Ich bin Erster. Runde 3 von 3, okay. Ich dachte schon, er driftet ab. Bumm, okay, das war gemein. Sorry. Gewonnen! Yeah! Wir haben ein Ei. Wunderbar, wunderbar. Ja. Jägers knappe Flucht ist halt die Frage. Können wir Jäger, können wir das machen? Weil Jäger ist ja noch, ist ja eigentlich noch gefangen. Wollen müssen wir ihn erstmal finden. Wie komme ich hier? Okay, höher komme ich nicht. Nee. Wo mag Jäger sein? Oh, wenn der überhaupt da ist. Oder der ist natürlich erst da. Oder er ist erst da, wenn wir den jetzt befreit haben. Kann natürlich auch sein. Aber wenn ich Pech habe, bist du jetzt gar nicht hier. Da. Ja, er ist nicht da. Ja. Wir müssen Jäger erst befreien. Aufgepasst, Drache. Wenn du deinen verlausten Katzenfreund je wiedersehen willst, dann verschwinde besser schnell von hier. Okay. Aktuell. Aktuell können wir Jäger nicht. Gut, das. Ich hab doch auch. Ah. Aktuell können wir alles, was mit Jäger zu tun hat, nicht machen, weil der gefangen ist, okay? Macht Sinn? Haben sie sogar dran gedacht, das ist doch schon mal was. Das heißt, wir müssen irgendwie Jäger finden. Puh. So. Okay. Das war falsch. Erstmal gucken, wo jetzt noch was ist. Wo willst du hin? Ach. Hä? Ach, hier unten wahrscheinlich rein. Ne, hier war ich doch schon. Sparks. Du willst nach oben. Ich will nach oben. Jetzt will er wieder nach oben. Okay, mein Freund, wo willst du? Boah, ich bin wieder blind.
Und hier haben wir noch... Nee, Moment, das Level hatte ich schon. Das Level hatte ich schon. 400. Wie viele Level habe ich hier bis jetzt? Honigstrecke können wir nicht machen, das können wir nicht machen und das können wir noch nicht vollständig machen. Okay, es scheinen aber alle zu sein. Dann gehen wir mal dahin. Gehen wir mal zurück. Und das haben wir. Ja, haben wir. Moment, wo ist unsere... Ja, wo kommen wir hier raus? Hier kommen wir raus. Okay. Aber was war da... Mal gucken, ob wir hier abheben können, oder... Können wir. Dann haben wir hier alles gemacht. Spring auf, Spyro. Keine Sorge. Feentechnik versagt nie. Da müssen wir jetzt hier hin, ne? Ein großer Sprung führt die Drachenheit. Wüstenpalastgrube, auweia. Es hört sich doch schon wieder nach einem Boss an. Ah. Das reicht. Ich hab genug. Ich werde das Monster aller Monster. Da ist der Affe. Und ich schicke es los, um alle Drachen zu vernichten. Selbst die kleinen Schlüpflinge. Ja, ja, es wird sie zerquetschen, zermalmen und zerreißen. Ja, sie zerdrücken, zerbrechen und zerschlagen. Lass mich hier raus, du! Aber, sterben sie dann nicht? Das ist ganz egal, solange ich ihre Flügel bekomme. Was? Du warst die ganze Zeit nur auf ihre Flügel aus? Na klar, du Ignorantin. Ich brauche sie für einen Unsterblichkeitszauber. Moment mal. Ein Zauber? Was dachtest du, was ich mit so vielen Drachen mache? Einen Zoo eröffnen? Hätte ich meinen Blaster, würde das ganz anders laufen. Weißt du, was ich meine? Du sagtest, sie in unserer Welt zu halten reicht. Von Töten war niemals die Rede. Ich muss sie nicht töten. Aber dann zappeln sie nicht so viel. Du bist schrecklich. Wie konnte ich nur jemals auf dich hören? Dumme, freche Göre. Ich kümmere mich um sie, wenn ich mit dem Drachen fertig bin. Ja, also gar nicht. Wo war ich gerade? Ach, ja. Oh, das wird ziemlich hässlich werden. Oh weia. Was kommt jetzt? Ah, und der Yeti ist da. Ach du Scheiße. Das könnte unser letzter Kampf sein, Spyro. Die Zauberin will mit diesem Monster jeglichen Widerstand auslöschen, angefangen mit uns beiden. Uns bleibt keine Zeit zum Grübeln. Auf in den Kampf. Ich werde mich bemühen, dich stets mit entflammbaren Geschossen zu versorgen. Wie denn? Danke für die Speichern. Ach du Scheiße. Achso, ich glaube, die hätte ich für den dann nehmen sollen. Ja, ich glaube, bringt nichts. Treffer.
Alter, ist der wahnsinnig. Das gibt's doch nicht. Und hier ist wieder das Problem, dass die ganze Zeit der Boss anvisiert wird. Das ist Mist. Das ist Mist. Also kann ich nicht vernünftig... Wenn die ganze Zeit der Boss anvisiert wird, kann ich nicht vernünftig auf die Krebse zielen. Was soll denn das? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, aber es scheint da bei jedem Bosskampf so zu sein. Das ist trotzdem nicht gut. Ja, komm, gib her. Treffer. Ja. Autsch. Boom. Au. Treffer! Jawohl! Da hüpft ein Huhn vor unserem Ei rum. Wunderbar! Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter, wenn wir im nächsten Level landen. In der nächsten Welt, besser gesagt. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Und ich sage erstmal vielen Dank. Bis dahin und ciao!